herzlich willkommen zu unserem, ich muss jetzt wirklich überlegen, welchen Monat wir haben, zu unserem April-Vortrag, zum April-Blogbeitrag. Und diesmal geht es um die Phytoöstrogene. Können die als Hormonbooster herhalten? Ein sehr spannendes Thema, vor allen Dingen, wie viele Themen aus diesem Bereich Ernährung, Hormone, ist es nicht ganz einheitlich. Die Forschung, die Studienlage, die hat also wirklich verschiedene, zum Teil sich widersprechende Findings und Erkenntnisse. Aber ich möchte euch da heute etwas durchführen. Die erste Frage ist immer, was sind denn überhaupt Phytoöstrogene? Das sind also sekundäre Pflanzenstoffe, die in fast allen natürlichen Pflanzen vorkommen, mehr oder weniger reich, je nachdem, welche Pflanzen das sind. Du kennst wahrscheinlich die wirklich guten Quellen, wo es halt auch bekannt ist, dass die viel Phytoöstrogene enthalten. Und das sind zum Beispiel Rotklee oder Sojaprodukte. Da gehe ich aber auch gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Aber was halt wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, du findest die Phytoöstrogene fast ausschließlich in pflanzlichen Nahrungsmitteln. Phyto, das Wort kommt ja daher, das bedeutet ja Pflanze und das ist ganz klar, dass da keine tierischen Nahrungsmittel mit gemeint sind. Von daher sind also Menschen, die sich überwiegend pflanzlich ernähren, also vegan oder vegetarisch, da in der Regel besser mit bedient. Jetzt sind Phytoöstrogene, das Wort Östrogen ist ja genau das wie unsere Hormone, beziehungsweise das ist eine Gruppe von Hormonen. Und das Wichtige dabei für Frauen in unserem Alter, die etwas jünger sind als ich und die gerade so in den Wechseljahren sind, vielleicht in den Anfangsstadien der Wechseljahre, das Östrogen, die Östrogenproduktion, die natürliche Östrogenproduktion im Körper lässt nach und das verursacht dann natürlich alle möglichen Wechseljahresbeschwerden. Ich glaube, das brauche ich keiner Frau zu erzählen. Hitzewallungen und Gewichtszunahme, das sind zwei Sachen, die so ganz oben auf der Liste stehen, die immer wieder da erwähnt werden und das kann unter Umständen wirklich so stark sein, dass die Lebensqualität dabei stark eingeschränkt ist. Weil Frauen fühlen sich nicht gut, der Körper macht nicht mehr das, was er machen soll und reagiert ganz anders und das wollen wir eigentlich nicht. Aber eine Hormonersatztherapie, das ist natürlich jetzt ein ziemlicher Hammer, weil wir da künstliche Hormone zufügen. Bei der klassischen Hormonersatztherapie in der Zwischenzeit gibt es halt viele bioidentische oder bioidente Hormone, wo das ganz genau auf die Frau abgestimmt ist. In jedem Fall mehr zu empfehlen. Aber oft ist es ja nicht so, dass es jetzt so dramatisch ist, und dann ist es natürlich durchaus sinnvoll, sich mit den Phytoöstrogenen zu befassen und die mal auszuprobieren. Die reagieren nicht hundertprozentig so wie die Östrogene, die unser Körper produziert, eben weil es halt pflanzliche Ersatzstoffe sind. Die belegen aber die gleichen Rezeptoren im Körper. Das ist halt da auch sehr wichtig. Warum sind denn Phytoöstrogene überhaupt gut oder was können die für unsere Gesundheit tun? Da gibt es halt einige Bereiche, wo die helfen können. Wie gesagt, zum einen, wenn es um Wechseljahresbeschwerden geht, dass die minimiert oder gemindert werden. Und da sind ganz speziell die Hitzewallungen untersucht worden. Und leider Gottes, ich sagte es ja eben schon, die Studienlage ist nicht so ganz eindeutig. Ich habe mir also noch mal einige Studien rausgesucht. Und es gibt viele
Bereiche, viele Studien, die sagen, ja, es ist ganz eindeutig und es ist auch messbar. Und es wird ja halt immer so durchgeführt, dass es objektiv messbar ist. Das subjektive Empfinden einer Frau kann durch den Placebo-Effekt natürlich etwas gestört sein. Aber es ist halt nicht einheitlich. Und ich würde natürlich jetzt auch wirklich sehr gerne sagen, Tofu und Edamame, wo ich gleich noch drauf komme, das sind also Substanzen, Hitzewallungen gehen weg. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. In dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal darauf anspielen, dass in der Regel Frauen im asiatischen Raum, die also viel Sojaprodukte essen, weniger unter Hitzewallungen, speziell Hitzewallungen leiden als Frauen in den westlichen Ländern. Und da hatte man dann den Schluss gezogen, das muss das Soja in der Ernährung sein. Und dadurch werden die Hitzewallungen halt besser und weniger. Das ist aber auch nicht so ganz klar. Da spielen jetzt zwei, in meinen Augen, zwei sehr wichtige Faktoren eine Rolle. Wenn ich mir jetzt die Frauen in Japan zum Beispiel anschaue, die traditionelle japanische Ernährung ist insgesamt viel günstiger als unsere westliche Ernährung. Da wird also ganz wenig Fleisch gegessen, sondern mehr Fisch, sehr viel Gemüse und dann natürlich viele Sojaprodukte in allen Bereichen. Das wird da zum Teil auch als Fleischersatz. Das ist wirklich tatsächlich wie echtes Fleisch. Schmecken auch vom Mundgefühl so ist. Aber der zweite wichtige Punkt ist, glaube ich, die Einstellung der Frauen zu den Wechseljahren. Ich habe also selbst 3 Jahre in Peking gearbeitet, hatte eine chinesische Mitarbeiterin, die damals so um die 50 war und die halt auch vorher schon in den USA und in England gelebt hatte. Wir hatten uns des Öfteren über das Thema Wechseljahre unterhalten und sie hat also immer wieder gesagt, sie kann das gar nicht verstehen, dass die westlichen Frauen so darunter leiden. Und es ist doch gar nicht schlimm. Ja klar hat sie Hitzewallungen, aber sie hat das als zusätzliche Energie gesehen, die halt sich irgendwo ihren Raum schafft und das war für sie was Positives gewesen. Jetzt sind allerdings auch Frauen, reife Frauen in der chinesischen Gesellschaft viel höher angesehen als jetzt bei uns zum Beispiel, wo du als Frau ganz einfach nicht alt werden darfst. Und die Menopause, das ist halt eine Zeit, man spricht nicht darüber. Kann natürlich auch einen großen Einfluss haben. Dann sagt man Phytoöstrogenen nach, dass sie sich positiv auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirken. Aber auch hier ist es so, die Studien, die das untermauert haben, waren im Mittelmeerraum geführt. Und da brauche ich auch nur an die Mittelmeer-Diät zu denken, die Ernährungsweise dort, dass es auch sehr gut ist für Herz, für gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen für das Herz. Und ein dritter wichtiger Punkt ist Osteoporose. Das ist halt das, was viele Frauen leider Gottes in den Wechseljahren realisieren, dass sie knochenbrüchiger werden. Und da gibt es Studien, die das belegt haben. Jetzt, es war kein dramatischer Impact gewesen, aber es ist in jedem Fall einen Versuch wert. Da muss ich halt immer wieder dazu sagen, dass man da doch vielleicht besser alles andere auch macht, nämlich kalziumreiche Ernährung, auf Vitamin D achten und vor allen Dingen Bewegung. Bewegung, wo die Knochen halt entsprechend gefordert werden. Das heißt, Schwimmen ist zum Beispiel sehr gut für die Gelenke. Die werden nicht belastet, aber es tut nicht viel für die Knochen. Wann ist Vorsicht geboten? Das gibt also so einige Bereiche, das hatte ich, glaube ich, eben schon angesprochen. Soja zum Beispiel hatte eine Zeit lang einen sehr schlechten Ruf gehabt und man versucht das jetzt halt ein bisschen zu verifizieren. Was ist denn da dran? Soja, wenn alles, was Phytoöstrogene sehen, Östrogene ist halt Hormonersatztherapie, wenn wir sehr empfindlich auf bestimmte Hormone reagieren, kann das natürlich sein, dass wir auch hier drauf empfindlich reagieren.
Ich denke da jetzt vor allen Dingen an erblich bedingte Krebserkrankungen. Da würde ich also dringend von abraten, auf eigene Faust irgendwelche Nahrungsersatzmittel, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Aber Phytoöstrogene in der normalen Ernährung sollte da kein Problem sein. Es gibt auch Hinweise, dass die Phytoöstrogene bei einer Autoimmunerkrankung die Schilddrüse sehr belasten. Also von daher auch ein bisschen Vorsicht geboten. Aber wenn ich mir da die Studien anschaue, ist es eigentlich so, dass in allen Studien, wo da halt negative Beobachtungen gemacht worden sind, Nahrungsergänzungsmittel gegeben worden sind oder Phytoöstrogene sogar in Medikamentenform. Das heißt also, die Dosierung war dabei sehr, sehr viel höher gewesen als das, was man normalerweise in der Nahrung aufnimmt. Es gibt Menschen, die reagieren allergisch auf Sojaprodukte. Also da sollte man auch erstmal vorsichtig sein. Und die ganzen Nebenwirkungen, die halt so beobachtet worden sind, sind wie gesagt bei Megadosen, wenn ich sehr, sehr viel davon gegessen habe, beobachtet worden. Und da ist man eigentlich auf der sicheren Seite, wenn man das hin und wieder mal Tofu isst oder Edamame, diese Bohnen als Snack, und da kann nicht so ganz viel passieren. Ich habe da noch im Hinterkopf eine Empfehlung, dass 25 Gramm Sojaprotein pro Tag absolut auf der sicheren Seite sind, und das würde in etwa 300 Gramm Tofu entsprechen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Tofu hin und wieder auf meinem Speiseplan. Ich kenne es halt aus meiner Zeit in Peking und ich fand es ausgesprochen lecker, wenn es richtig zubereitet ist. Ansonsten ist es halt, ich würde mal vorsichtig sagen, geschmacksneutral. Eine Bekannte sagte mal, schmeckt wie eingeschlafene Füße. Habe ich gesagt, kann ich nicht beurteilen, die habe ich also noch nie gegessen. Gucken wir uns doch mal an, welche Lebensmittel enthalten denn überhaupt viele Phytoöstrogene. Da haben wir als erstes Leinsamen, und es gibt Wissenschaftler, die sagen bei Leinsamen, das ist tatsächlich ein heimisches Superfood. Warum sollen wir uns Chiasamen aus der Ferne importieren, um die halbe Welt chippen lassen? Leinsamen, was hier wirklich eine Tradition hat, was es schon ewig gibt, tut es genauso gut. Und von daher denke ich, Leinsamen kennt jeder oder kennen die meisten. So ein Esslöffel ins Müsli, das sind Ballaststoffe, die natürlich auch sehr günstig wirken. Also das sollte man ruhig zugreifen. Nicht vergessen, Leinsamen, wie die meisten Samen, sind nicht so ganz kalorienfrei und nicht so ganz kalorienarm. Also da jetzt auch nicht in rauen Mengen essen. Der zweite Punkt, das sind Sojabohnen und Edamame. Ich muss mal gucken, da hatte ich, glaube ich, auch ein Bild von gehabt. Ja, so haben wir es. Hier siehst du im Vordergrund, ich glaube, das kann man hier nicht so ganz gut sehen, ein bisschen Tofu, und das sind die Edamame-Bohnen. Die werden meistens geröstet oder etwas gesalzen. Die schmecken richtig, richtig lecker, aber wie gesagt, bei Sojaprodukten solltest du drauf achten oder einfach erstmal ausprobieren, ob es da vielleicht zu allergischen Reaktionen oder zu Unverträglichkeiten kommen kann. Das ist also bei den Proteinen im Tofu. Auf der anderen Seite ist Tofu natürlich ein wirklich super Nahrungsmittel für Menschen, die sich vegan ernähren, und eine gute Proteinquelle von hochwertigen Proteinen, wo man also fast alle essentiellen Aminosäuren bekommt. Ansonsten haben die halt sowieso sehr viele Vitamine, Mineralstoffe und dann halt die Isoflavone, die sekundären Pflanzenwirkstoffe, die halt auch gegen Wechseljahresbeschwerden helfen können. Der nächste Punkt, den ich auf meiner Liste hier habe, das sind getrocknete Früchte.
Das ist wie bei fast allen Sachen im Prinzip sehr schön und gut, sehr lecker. Und dadurch, dass Wasser entzogen worden ist, da sind natürlich die ganzen Vitamine und Mineralstoffe sehr viel konzentrierter da drin. Aber dadurch ist auch die Fructose, der Fruchtzucker, recht konzentriert. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, selbst wenn da die sekundären Pflanzenwirkstoffe hochkonzentriert sind, ich würde trotzdem jederzeit dazu raten, lieber das frische Obst und Gemüse zu essen, frisches Obst zu essen, als diese getrockneten Sachen. Aber mal als Alternative oder als Ergänzung getrocknete Aprikosen oder was auch immer, das auch mal vielleicht als Ersatz für Gummibärchen zu nehmen, finde ich super lecker und sollte man durchaus machen. Aber wie gesagt, Vorsicht vor zu viel Fruchtzucker. Ich hatte es mal in irgendeiner anderen Präsentation gesagt, Fruchtzucker ist in seiner natürlichen Umgebung in der Frucht zwar sehr gesund, abraten, zumindest von großen Mengen. Dann habe ich nochmal Samen, Saaten auf meiner Liste und das sind die Sesamsamen. Da gab es also einige Studien, die durchaus positive Ergebnisse gebracht haben, was die Wechseljahresbeschwerden angeht und auch was Osteoporose-Vorbeugung angeht. Allerdings muss man da auch sagen, die Mengen, die in dieser Studie genommen worden sind, waren recht groß. Ich glaube, das waren 50 Gramm Sesamsamen am Tag und das war halt doch eine ganze Menge gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde Sesamsamen sehr, sehr lecker, ob das jetzt auf Brot ist oder wenn man irgendwas zu panieren hat, in die Panade mit rein oder ich habe es auch schon mal nur mit Sesamsamen paniert, also erst in Ei gewälzt, dass das feucht ist, dass das schön klebt und dann die Sesamsamen drauf. Das schmeckt super lecker, wenn du das kennst. Du weißt ja, das ist so ein ganz leicht nussiger Geschmack, also sehr, sehr angenehm. Kommen wir zu einem Allround-Supergemüse. Das ist Knoblauch. Das weiß zwar jeder, wie das aussieht, aber wir haben ja die Bilder von allen da. Ist ja gar kein Problem. Also Knoblauch ist auch nachgewiesen worden, dass es den Östrogenspiegel erhöht. Jetzt muss man sagen, wenn ich sage erhöht, dann ist das minimal. Das ist also jetzt nicht so, dass du wieder auf dem Östrogenspiegel von vor den Wechseljahren bist, aber das soll es ja gar nicht sein. In der Lebensphase muss das nicht sein, aber halt etwas mehr Östrogen macht halt die Wechseljahresbeschwerden erträglicher, mildert die ab. Und bei Knoblauch ist es auch belegt, dass es sich positiv und günstig auf die Knochengesundheit auswirkt. Also nochmal einfach immer im Hinterkopf halten, wenn du das magst, wenn du das gut verträgst und wenn deine Umwelt dir das verzeiht, ruhig reichlich Knoblauch rein. Überhaupt kein Problem. Super gesund, hält Vampire weg, obwohl die Vampire, die uns die Energie aussaugen, ich fürchte, die stört das nicht so sehr. Dann haben wir noch eine Obstsorte auf der Liste und das sind Pfirsiche. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich recherchiert habe, da war ich überrascht, Pfirsiche auf der Liste zu sehen, weil ich meine, das ist ein sehr leckeres Obst, enthält viele Lignane und von daher sollte man das auch regelmäßig essen. Und hierbei kann man also wirklich durchaus zu den frischen Pfirsichen greifen oder sollte das sogar machen. Und bei den Pfirsichen ist auch nochmal hervorzuheben, dass Pfirsiche nachgewiesenermaßen das Brustkrebsrisiko um 15% senken. Da geht man natürlich jetzt immer von den Durchschnittswerten aus. Das heißt, wenn jemand da vielleicht erblich vorbelastet ist, dieses Brustkrebsgen hat, bin ich mir nicht so sicher, ob man das verallgemeinern kann. Auf der anderen Seite haben Pfirsiches, ist normales Obst, natürlich niemals so eine durchschlagende Wirkung wie künstliche Hormone. Dann bleiben wir beim Obst. Dann haben wir nämlich noch die Beeren.
Die sind uns ja auch schon des Öfteren untergekommen. Also Beeren, vor allen Dingen die dunklen Beeren. Erstens mal ist das sehr günstig, weil die Beeren nicht so viel Fruchtzucker haben. Du kannst also mehr davon essen, ohne dass dein Blutzuckerspiegel gleich steigt. Und alle Beeren, die kräftige dunkle Farben haben, die sind also wirklich reich an sekundären Pflanzenstoffen, Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe. Und natürlich sind da auch Phytoöstrogene bei und da kann man also wirklich mal zuschlagen. Ich glaube, gerade Heidelbeeren, die kann ich mich erinnern, die habe ich eigentlich in fast jeder Präsentation drin, wenn ich mir das anschaue, welche Nahrungsmittel bei welchen Störungen oder Krankheiten helfen. Also das ist wirklich ein Superfood, das man regelmäßig essen sollte. Das ist vielleicht sowieso ein kleiner Tipp, egal ob du jetzt Obst oder Gemüse isst, nach Möglichkeit bunt, dass du wirklich viele Farben auf dem Teller hast, weil das ist oft ein Hinweis, dass die Sachen wirklich sehr reich an sekundären Pflanzenstoffen sind, die den Obstsorten halt auch ihre Farbe geben. Also nicht immer nur das gleiche Obst und Gemüse oder das gleiche Gemüse, alles grün, das ist langweilig und das ist nicht so gut. Als nächstes habe ich dann die Weizenkleie auf dem Plan, auf der Liste. Das ist auch wieder so ein Nahrungsmittel, gerade weil Weizen ja ein bisschen schlechten Ruf hat, aber die Weizenkleie, das ist das Häutchen, was normalerweise entfernt wird, bevor der Weizen dann gemahlen wird und dann zu dem ungesunden Weizen sozusagen wird. Und dieses Häutchen, das ist sehr ballaststoffreich, deswegen kennen viele Frauen Weizenkleie ja so als Abführmittel, beziehungsweise wenn man unter Verstopfung leidet, sich sehr ballaststoffarm ernährt, ist das eine gute Ergänzung, um die Verdauung anzuregen, um dazu den Körper dazu zu bringen, dass keine Giftstoffe jetzt lange im Darm gelagert werden oder sich da zu lange aufhalten, sondern dass es alles rausgeht. Jetzt gibt es eine ältere Studie, ich weiß nicht, ob es danach nochmal Updates gab, konnte ich nicht finden. Da wurde dann festgestellt, dass die Weizenkleie bei jüngeren Frauen, also so in der Perimenopause, die unter einer Östrogendominanz litten, hilfreich war, weil es etwas das Östrogen gesenkt hatte. Wäre im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Aber ich denke, das kann nicht so dramatisch sein. Der Benefit, nämlich da eine bessere Verdauung, mehr Ballaststoffe, die auch Giftstoffe binden, das gleicht das bei weitem wieder aus. Dann kommen wir doch zu Tofu. Das ist, hatte ich eben schon gesagt, im Prinzip das Superfood und machen wir das mal weg, wo man halt wirklich sehr viel mit anfangen kann. Also Tofu wird aus geronnener Sojamilch hergestellt und dann wird die Flüssigkeit entzogen. Das wird dann in Blöcke gepresst. Und wenn du Tofu pur kaufst, sind das meistens weiße Blöcke. Und hier kann man es vielleicht ein bisschen auf dem Foto sehen. Das ist eine leicht bräunliche Farbe. Tofu wird auch gerne geräuchert. Das schmeckt dann wirklich, ich würde sagen, es erinnert so ein bisschen an Schinken, so ein Räuchergeschmack. Ich finde es unwahrscheinlich lecker und da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele Rezepte, die ich noch nie nachgekocht habe, aber meine chinesischen Kollegen konnten da immer aushelfen. Und ich erinnere mich noch, ich musste damals immer einmal im Monat das Land verlassen, also Mainland China. Und damals war Hongkong noch separat gewesen. Und in Hongkong gab es zwei, ich weiß es jetzt nicht mehr, ob es vegetarische oder vegane Restaurants waren, wo sehr viel aus Tofu und Tempeh hergestellt wurde. Und das war so lecker gewesen. Wenn du da ein Schnitzel bestellt hast, hast du
Tofu bekommen, aber das schmeckte wirklich wie ein echtes Schnitzel. Jetzt bin ich ja nicht so der Freund von stark verarbeiteten Nahrungsmitteln und der Tofu wird in dem Zusammenhang natürlich ziemlich bearbeitet, aber es ist eine sehr gute pflanzliche Eiweißquelle und eine konzentrierte Quelle von den Phytoöstrogenen. Und Tofu hat da definitiv den höchsten Anteil von allen Pflanzen. Dann komme ich zu dem nächsten Gemüse, was nicht so, so ganz doll beliebt ist, nämlich die Kreuzblütler. Das heißt, es sind Kohlsorten wie Rosenkohl, Brokkoli ist eine gute Quelle. Und da diese ganzen Kohlsorten, die sind also reich an Kumestrol. Ja, Kumestrol heißt es. Das ist auch ein sekundärer Pflanzenwirkstoff, der nachweislich eine östrogenfördernde Wirkung hat. Ich hatte das, glaube ich, in meinem letzten oder vorletzten Blogbeitrag schon erlebt, wie kann man die Wechseljahresbeschwerden wegessen. Und da stand Brokkoli, da standen die Kreuzblütler auch auf der Liste drauf. Es ist also da wirklich anscheinend etwas dran und ich rate da jeder Frau nur, besorge dir einfach mal ein paar leckere Rezepte und bereite das entsprechend zu. Gerade Rosenkohl, den mochte ich früher auch nicht so, aber wenn man den im Ofen röstet, ein bisschen Röstgeschmack, richtig lecker. Also da kann ich nur empfehlen, da einfach mal zu experimentieren. Da möchte ich vielleicht auch von der Petra Orsech, die auch bei uns im Lemon Days Redaktionsteam ist, das Kochbuch empfehlen. Das hatte ich damals im Blogartikel auch verlinkt. Sie hat da leckere Rezepte drin und überhaupt jeder, der ihre Rezepte kennt, weiß, dass das was ganz Besonderes ist. Und da wird aus etwas ganz Alltäglichem ein super leckeres Gericht. Als letztes auf der Liste habe ich Tempeh und das ist ebenfalls aus Soja hergestellt. Das ist ein fermentiertes Sojaprodukt und das ist also wirklich sehr beliebt als veganer Fleischersatz. Da hast du halt auch eine reiche Quelle für Proteine, für viele Aminosäuren, Präbiotika, also gut für den Darm. Vitamine und Mineralien und dann halt Isoflavone sind halt drin. Und damit hast du halt auch wieder den positiven Impact auf die Wechseljahresbeschwerden, dass wir da gut mitfahren. Das waren jetzt so die ganzen Sachen gewesen, die man essen kann oder die man auf den Speiseplan setzen kann, um da halt möglichst viele Phytoöstrogene zu sich zu nehmen. Das ist auch mein Fazit, mein Learning bei der ganzen Geschichte um die Phytoöstrogene. Nämlich, wenn du bei der Ernährung drauf achtest und diese Nahrungsmittel, die ich dir heute vorgestellt habe, die auch im Blogbeitrag sind, regelmäßig auf deinem Speiseplan hast, wirklich bewusst dran denken, das dazu zu nehmen, kannst du überhaupt nichts verkehrt machen. Das sind ja Sachen, die sowieso sehr gesund sind, sehr viele Mineralstoffe und Vitamine haben. Und ich denke, das ist oft schon die halbe Miete, wenn ich daran denke und mich gesund ernähre und versuche, zuckerhaltige, stark zuckerhaltige Nahrungsmittel oder stark verarbeitete Nahrungsmittel zu vermeiden, so hat das alleine schon einen sehr positiven Einfluss auf die Wechseljahresbeschwerden. Weil ich erlebe es immer wieder auch bei Kundinnen, die sich dann mal ein Stück Schokolade oder ein Stück Kuchen gönnen und dann vielleicht noch versuchen, die nächste Mahlzeit ausfallen zu lassen. Und dann stürzt der Blutzuckerspiegel dermaßen ab, dass es dadurch schon alleine zu einer Hitzewallung kommen kann. Kennst vielleicht das Gefühl, wenn du lange nichts gegessen hast, dass dir so richtig schlecht ist, ein bisschen übel? Da bricht einem zuerst der kalte Schweiß aus und vom kalten Schweiß bis zur Hitzewallung ist halt leider nur ein ganz kleines Stückchen.
Wo ich auch immer von abrate, ist Nahrungsergänzungsmittel, Phytoöstrogene auf eigene Faust zu nehmen. Jetzt ist das so, bei Nahrungsergänzungsmitteln sind die Phytoöstrogene natürlich nicht so hoch dosiert. Aber das ist natürlich auch ein Risiko dabei. Die fallen unter das Lebensmittelgesetz, nicht unter das Arzneimittelgesetz. Und von daher kann die Dosierung je nach Hersteller natürlich ganz erheblich schwanken. Und je nachdem, welche gesundheitlichen Risiken du von Hause aus hast, kannst du das vielleicht gar nicht so richtig abschätzen. Deswegen würde ich da immer einen Arzt ansprechen, was der empfehlen würde. Und wenn du einen guten Frauenarzt, eine gute Frauenärztin hast, die kennen natürlich deine gesundheitlichen Risiken, deine Historie, deine Anamnese, wissen, was da überhaupt sinnvoll ist. Und an dieser Stelle möchte ich auch trotz und alledem noch mal eine Lanze brechen für die Hormonersatztherapie. Ich hatte das selbst, glaube ich, auch hier schon in der Gruppe erzählt. Ich war selbst sehr früh in den Wechseljahren gewesen. Das fing mit Ende 30 an. Und da ich von Hause aus Osteoporose-Risiko habe, da hat mein damaliger Frauenarzt drauf bestanden, dass ich halt Hormone nehme. Ich hatte damals ein Kombinationspräparat, Östrogen und Gestagen, um halt auch den Zyklus so ein bisschen abzubilden. Und ich habe es jahrelang genommen. Ich bin da bestens mit klargekommen. Ich bin ganz, ganz regelmäßig zur Krebsvorsorge gegangen, auch wenn ich keine Risikofaktoren in der Familie hatte oder keine vererbten, keine Genmutationen, die halt Brustkrebs zum Beispiel begünstigen können, war mir das doch sehr sicher gewesen, dass ich das überprüfen lasse. Und ich hatte auch keine Probleme gehabt, nachdem ich das abgesetzt habe. Ich hatte also wirklich damit gerechnet, dass dann die Wechseljahresbeschwerden voll zuschlagen. Aber es war eher so ein bisschen, das ist vor sich hingeplätschert, hat zwar länger gedauert, aber kein Problem. Und wie gesagt, wer diese künstlichen Hormone wirklich nicht mag, sollte sich einen Spezialisten für bioidente oder bioidentische Hormone suchen, die ganz genau auf die einzelne Frau abgestimmt werden, die aber auch dann regelmäßig angepasst werden müssen. Und dann noch obendrauf gesunde Ernährung, reichlich Bewegung. Und ich glaube, dann hast du das Optimale sowohl für deine Knochen, für dein Herz-Kreislauf-System als auch für dein seelisches Gleichgewicht getan. Weil du hast eher das Gefühl, dass du im Fahrersitz bist und von daher aktiv deine Gesundheit beeinflusst. Meine Lieben, das war's für heute. Und ich glaube, ich hatte mich am Anfang diesmal gar nicht vorgestellt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten hier kennen mich sowieso. Nächsten Monat kommt es dann wieder mit einer etwas ausführlicheren Vorstellung. Das Thema im Mai ist Brain Fog, also so dieses Gefühl, dass das Gehirn leicht umnebelt ist. Oder wie es mal eine meiner Kundinnen gesagt hat, ich leide unter Wechseljahresblödheit, kann ich was dagegen tun? Da gehe ich dann drauf ein, was das ist, wo das herkommt und entsprechend, was man dagegen tun kann. Wenn irgendjemand irgendwelche Fragen hat, ich sollte eigentlich die Fragen hier sehen können, bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das hier in dem Tool so gut funktioniert. Aber bitte habt keine Hemmungen, die in die Gruppe zu stellen, unter einen Post oder unter die Aufzeichnung von dem Video. Und wenn ich die Antwort weiß, dann beantworte ich das direkt. Wenn ich es nicht weiß, dann würde ich halt erstmal recherchieren müssen. In dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Restwoche und macht's gut!